Fernseher. Da. Und da oben ist die Kamera. Jetzt müsst ihr reingucken. Ja, da oben ist die Kamera und da ist mein Fernseher. Ja, das ist immer ein bisschen komisch. Ich will die auch bald woanders platzieren. Ist bloß so, na, ich habe halt so eine Schrankwand, ne? Und da ist das schwierig, das wieder da runterzubringen mit den Kabeln dann durch. Ich will die auch nicht alle vorne rumliegen haben. Da, das ist echt schlimm. Na, gut. 19 Uhr, wir können starten mit The Journey Champions. Ich habe noch nicht reingeguckt. Und da kann ich direkt auch Dashboard aktivieren. Und dann würde ich mal sagen, ja, der Streamshit ist gerade nicht aktiv, hä? Das verstehe ich immer nicht. Ich bin gerade live, Dashboard verwalten. Aha. Aha, Streamshit, ja. Jetzt müsste der Streamshit eigentlich gehen. Der wird zwar rot an, nicht rot angezeigt mit live, aber mir wird gerade angezeigt, dass ich live bin. Dann müsste eigentlich das auch gehen, wenn hier Nachrichten eingehen. Ah, Notfall kann ich die hier im Menü nachlesen beim PlayStation-Menü. Gut, dann legen wir mal los mit The Journey Champions. Mal sehen, wer alle dazu schaltet. Man kann ja wählen, wen man nimmt. Gespeicherte Daten. Ah, stimmt. Dialog, den mache ich auf Deutsch. Ist einfach einfacher. Ich finde, die Stimmen sind doch ganz gut gewählt, die Synchronstimmen. Aber ihr könnt ja mal eingeben, bei YouTube The Journey. The Journey Deutsche Synchro, also Synchro SYNCHR und ein O. Und dann findet ihr unsere Playlist mit den ersten 15 Minuten, die wir von The Journey, ersten 15 bis 20 Minuten, die wir von The Journey damals als allererste wirklich deutsch synchronisiert haben, noch bevor EA die rausgebracht hat. Den Untertitel, den lasse ich drin, weil der manchmal ganz hilfreich sein kann, manchmal versteht man es nicht richtig. Und für Leute, die vielleicht auch nicht so. Na, manchmal versteht man es Englisch auch nicht bei manchen, die denn nicht Englisch-Muttersprachler sind oder sowas. Also, keine Ahnung. Manchmal bei Franzosen oder so ist es manchmal nicht so leicht zu verstehen. Dementsprechend lasse ich den Untertitel an, dann wird immer auf Deutsch unten gezeigt, wenn die auch Englisch quatschen und man es vielleicht nicht ganz so versteht. Derzeit ausgewählte Sprache kann aus dem PlayStation Store geladen werden. Oh. Die muss ich noch runterladen? Okay, ich übernehme die mal kurz aus dem Shop. Deswegen seht ihr mich gerade nicht, aber ihr hört mich noch. Wusste ich auch nicht, dass ich die Sprache, die deutsche Sprache aus dem Store laden muss. Wozu lädt man denn alle drunter? Verstehe ich nicht. Hier steht Kommentar Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch für The Journey Champions. 1 bis 4 Spieler. 1 bis 4 Spieler? Das heißt, man kann zu viert sogar bei The Journey Champions spielen. Ja, tut mir leid gerade hier mit den, dass ihr jetzt die Gesichter seht. 1 GB. Wisst ihr was? Der Kauf wurde getätigt, aber dann drücke ich mal auf Weiter mit Standard. Dann wird ja wahrscheinlich. Einen Moment, ihr seht jetzt vielleicht gerade nicht, also seht ihr jetzt natürlich nicht. Ich muss bloß gucken, ob der nebenbei die deutsche Sprache runterlädt. Ja. Und da anscheinend sehr viele drunter laden, dauert 1 GB 28 You're serious about Gigabyte. going pro, you're gonna have to make football Oh, your das life. habe ich synchronisiert auf Deutsch. There he is, only 17 and already achieved what most players never will. I'm ready, come on. I just love playing football. That's all I know how to do. Good luck on a new season. Cheers. Images emerging this morning of Hunter wearing a Real Madrid shirt. That is not what happened. We've been had. Michael! You gambled my career just to get back to the big time. It's not like that. What's it like then? Alex, this could be good for you. You could set MLS alight. It's a chance for a new beginning, son. Hey, man. Welcome to LA. It's like a different world out here. I've seen the footage on the TV. A-listers. Glad you came. Man, thanks for having me. Swap shirts after the game? I will see what I can do. But you've been playing out of your mind, man. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, all right? Dad? Tell me this is my sister. Didn't know you played. Yeah, it's in the blood.
All I'm doing is fighting every inch of the way to play the game I love. Well, 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 look who's back from La La Land. Everyone's watching me, waiting for me to be the next Alex Hunter. It's time to stop trying to make everybody laugh. It's time to start earning some respect. Apparently some of the big guns in Europe have been sniffing around you. Atletico, PSG, Bayern. Alex, Bayern. This is Beatrice Villanova. I'd like to talk to you about your future. As a player, as a person, as an icon. Da stand gerade als ein Star oder so im Untertitel. Und also ihr habt, seht ja selber wie ich, da stand der ST und dann wahrscheinlich Star. Oh, das ist krass. Ich habe schon gehört von Enter, dass man wohl Jim Hunter spielen kann. Das ist geil. Im Grunde spielen wir mit einem Lederball, wa? Jetzt. Jim Hunter, als er noch jung war. Den es übrigens im echten Leben nicht gab. Nur ein Skispringer, der so hieß. Und so? Have a good match. I will. Goal's been hard to come by, eh, Jimmy boy? No harder than the first 99. Don't be thinking you'll be getting it now, my son. Das 100. Tor. Das ist das Spiel, worüber geredet wurde. Ersten Ding. Oh, nein! Das machen wir, bis ich den treffe, oder was? Hunter! Was? Ja, kann man ja nur treffen. Aber was für eine geile Anzeige. Also noch so eine richtig geile alte Anzeige und dann Wiederholung. Ey, die haben es richtig cool gemacht. Die haben auch die Tonqualität extra so gemacht, dass sie anhört wie früher. Aber ja, das ist auch geil. Das ist dieses, was wir auch im ersten Part gesehen hatten, also in den ersten 5 bis 6 Minuten oder so von The Journey gesamt überhaupt, was es hier bei FIFA gab, ne? Die ersten 5-6 Minuten, da kam er dann mit dem Ball, wo Alex traurig war, dass sein Vater und seine Mutter sich so gestritten haben. Und dann hat er den Ball von seinem Großvater erhalten, der hier spielt, der Jim Hunter. Und da hat er gesagt, hier, nimm den Ball. Der hat mir Glück gebracht, 100. Tor in der Saison 68, 69 oder so. Oder halt bei diesem Spiel, ne, gegen Coventry oder wie heißt. Deswegen, ich dachte schon, hä, schieße gegen... mit Alex muss man, glaube ich, dann auch noch gegen Coventry gewinnen, oder wie die heißen. Ja, gut, bin schon abgeschossen vorher. Aber das ist ja, es ist so, man denkt sich, oh mein Gott, hoffentlich mache ich den rein. Den ersten habe ich ja leider gegen die Latte gesetzt, aber dadurch sieht man, man kriegt halt mehrere Chancen, ihn zu machen. Ne? Habe ich halt am Anfang ein bisschen zu stark geschossen und nicht flair das gedrückt. Aber... ist echt so, ist einfach so, wenn man die Trophäe gesehen hat, kriegt man das dann. Aber, ja, so kommt man. Das ist voll geil. Das ist echt so, man dachte, oh, schaffe ich die Trophäe, wenn ich nicht treffe, was ist denn? Aber, wie man sieht, ist es dann. Ist hier so ein bisschen wie so ein Spielfilm da abgespielt wird. Also mit den Streifen und so, wie von so einem, noch so einem Projektor oder so was. Wie im alten Kino. Noch von so einer Rolle. Halt bin ich mal ein bisschen ruhig, weil das ist ganz cool, die alten Kommentatoren mal so zu hören. Vielleicht sind es ja auch welche, die damals waren. Hopefully we won't see matches with 7 players playing against 9. And the pass hasn't worked there. Here's Evans, Lewis,
Aber gab es denn damals 68, 69 denn wirklich schon Time Finish? Wiederholung. Ah, sieht cool aus, ey. Und mit dem Lederball. Es wäre geil, wenn man echt noch bei Hausregeln mit so einem Lederball spielen kann, einstellen könnte. Der denn so richtig schwer ist und wo sie mit den Spielern richtig gegenkloppen muss. Mal sehen, ob ich hier gewinnen kann. Ah, ich habe. Ich habe dieselbe Stufe wie vorhin. Ich glaube, ich stelle lieber auf Profi um. Ich habe vergessen umzustellen. Ich habe ja die ganze Zeit FIFA 19 habe ich ja bisher 5 Spiele gemacht oder so. 2 gegen die KI. Und immer auf immer legendär eingestellt, also Legende. Und das könnte hier gerade das Problem sein, dass ich denn nicht so zum Schuss komme. Da vor dem Tor. Aber wenn man sich fragt, warum ist es auf Englisch, auf Deutsch würde ich es auch noch gerne hören. Vielleicht spiele ich den Part nochmal auf Deutsch, denn morgen geht es natürlich weiter mit der Story hier bei Twitch. Um 19 Uhr wieder, aber ja, ich würde sagen, spiele ihn trotzdem nochmal nach und bringe beide Teile einfach auf Deutsch und auf Englisch. Weil die halt später eingeschaltet haben, werden es jetzt nicht wissen. Deutsch ist nicht mit drin gewesen. Deutsch muss man, also Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch muss man erstmal runterladen. Als Komplettpaket mit 1 GB Größe. Und irgendwie dadurch, dass jetzt FIFA 19 erst seit gestern mit der Champions Edition heute die normale draußen ist. Dauert es 28 Minuten, 1 GB runterzuladen, was bei mir sonst 5 bis 8 Minuten Maximum dauert. Also, mit Jim Hunter kann man eigentlich nur das Ding reinmachen, weil da ja immer wiederholt wurde, bis man es gemacht hat. Oh Mann, ey. Ich weiß ja nicht mehr, ob der da gewonnen hat, aber auf jeden Fall der Ausgleich war halt das, wo Jim Hunter am Anfang von The Journey das erzählt hatte, dass er mit dem Ball getroffen hat, sein 100. Tor. Boah, Mann. Ja. Ja. Ich meine, yes, yes. Aber es ist schon mies, dass nur die englische Version im Spiel integriert war. Der hat ja vorhin schon ein Update runtergeladen. Aber die Stimmen muss man echt noch extra downloaden. So runterladen. Das ist echt mies. Von noch 1 GB Größe, wenn die nur Sprachpaket, keine Ahnung, 200 MB oder so, wo es schnell runtergeladen ist. Aber 1 GB ist auch nicht so groß, aber. Dadurch, dass irgendwie viele bei den PlayStation-Servern denn jetzt drauf zugreifen, dauert es halt 28 Minuten anstatt 5 bis 8 oder so. Und das jetzt gar nicht zu spielen, wäre auch blöd. Vielleicht kann ich es ja, wenn es runtergeladen ist, einbauen nach einer halben Stunde und so, und dann geht es auf Deutsch weiter. Das wäre jetzt auch nicht das Problem. Ich glaube, die haben echt den alten Kommentator. Da, oh, was war denn das? Wieder gut. Jetzt bloß kein Gegentreffer bekommen. Ich meine, für Legende halte ich mich schon gar nicht so schlecht. Aber ich will das Ding jetzt hier gewinnen. Ich meine, ich habe 2-0 geführt mit Juve bei diesem Auftaktspiel auf Legende. Aber hat er denn verloren? Aber jetzt habe ich es geschafft. Gegen Coventry, ja. Und gegen die müssen wir auch mit Alex dann wohl gewinnen. Oder muss ich hier mit Ding rum? Da. Jim Hunters 100. Tor gewesen, deswegen kriegt er den Ball jetzt. The legendary Jim Hunter! Ja, und er meinte ja, also falls man es nicht gesehen hat, der, dem er gerade da die Hand gegeben hatte, der meinte zu ihm, boah, du schaffst es ja nicht, hier dein 100. Tor zu machen. Er meinte, na, 99 ging schnell, das 100. wird auch schnell gehen. Also, es hat geklappt, wir haben gegen Coventry gewonnen. Aber ich werde trotzdem lieber auf Profi stellen, weil wenn ich denn mit einem einzelnen Spieler spiele, wird es schon sehr hart, denn immer die Bälle zu bekommen. Ah, die haben echt den Film geguckt. I can't believe they played football on the telly back in the Stone Ages.
Hey, I tell you what. Granddad was a proper player. Can't even get a rise out of you. You're all business, as usual. Of course, back then, we didn't have all the fuss you lot get these days, you know? We played for 150 quid a week if we won. Come on, really? To us, it was all about just playing the game. Hey, look at that. Sweet as a nut, hey? Auf den Kommentar werde ich gleich. Ich muss, ich warte bloß aufs Menü ab. Dann kann ich mir den kurz angucken. Dann sieht man nämlich das Bildchen nicht, wenn ich mir angucke. LA Traffic. Weil jetzt gerade in der App wieder nicht funktioniert. Hey, let me help you with the bags. Oh, no, Jim, don't you worry about that. You stay there. I've got the bags. You want to take it? I gave it to you. Borrow it then. Share the luck. Just give it back when you finish, though. Right, we gotta catch this plane. I cannot miss it, or Butler will have my head. I can't believe you gave me time off for training as it is. Mate, I cannot believe that. Jetzt ist der Stream schon. Wenn der Kommentar noch, als derjenige, der Kommentar geschrieben hat, wenn du den jetzt nochmal genauso reinschreibst, dann sehe ich den jetzt hier. Der Streamshit ist jetzt auf einmal doch aktiv. Muss da anscheinend hier 5 Minuten oder so warten mit dem Live sein. Ich weiß nicht, ich habe 2 Minuten gewartet oder so, bin nochmal rein und es hat einfach nicht funktioniert. Jetzt habe ich nochmal einen Zabas-Chat eingestellt und dann nochmal auf den Streamshit und jetzt funktioniert. Ah. Also gut, jetzt sehe ich es ja. Hey, gibt es neuerem Pro Club? Ach, jetzt zeigen sie hier alle. Letztes Mal war es noch geiler. Da haben die halt in Brasilien gespielt, ne? Und dann, also, hat man so FIFA Street Art gespielt und dann. Ah, die sind noch dabei. Und dann kommt man halt die ganzen Dinger sehen, so Wände und so. Neuerung im Pro Club soll es wohl nicht geben, die Saison. Champions League könnte man ja irgendwie einführen können, aber wurde irgendwie nicht gemacht. Habe ich nicht verstanden. Also, einen Moment. Okay, jetzt sehen wir halt ihre Geschichte, ne? Wie sie das alles sieht. Und ja. Dann halt mit Alex zusammen. Your training up until now should give you the confidence to move forward with your full potential. The women here are the ones we want to take all the way to France. But to get there, you have to earn it. Every day. Genau, jetzt ist erstmal noch Story. Jetzt der Grau. Butterflies, right? I hate them. So, jetzt gibt's keine Unterbrechung mehr. Persönlichkeit. Die Persönlichkeit eines Charakters verändert sich anhand deiner Entscheidungen in Unterhaltungen. In jeder Unterhaltung kannst du dich für eine von 3 persönlichkeitsbasierenden Antworten entscheiden. Die Persönlichkeit des Charakters beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. Okay, jetzt heißt es hier, jetzt steht hier frech und nerdig. Ist es bei ihr? Bei Alex war es cool oder hitzköpfig. Okay, sagen wir mal frech. Bah, na gut. Ich will bloß eins zeigen, was ich kann. Ich bin unheimlich nervös. Ich muss mich an die Arbeit machen. Time to go to work, I guess. Just try to enjoy it. Everything else will come. Warm up a bit? Yeah, sure. Dann ist so die Morgen. You made a heck of an impression against Germany. I know we didn't win, but you changed the game when you came on. Yeah, but this isn't a friendly, is it? Ja, da habe ich leider ganz knapp. Moment mal, nicht gewonnen. Are you trying to make me feel old? No. You ready, Hunter? Chomping at the bit, coach. All right, well, show me. Ladies, line up at the cones. Passing patterns. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht mehr, ob ich da gewonnen hatte oder nicht. Ich habe auf jeden Fall Kim Hunter ein Tor gemacht und hab dann, ich glaube, ich habe sogar noch gewonnen. Deswegen verstehe ich es ja nicht, aus FIFA 18 übernommen. War ich unentschieden? Wahrscheinlich unentschieden.
Charakterattribute entwickeln sich durch eine Spielweise und deine Trainingsleistungen. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald die Gesamtwertung des Charakters steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spieleigenschaften freischalten. Ja, ich verstehe auch nicht, warum Pro Club nicht mal wieder. Also, ja. Also, Proof Skill, weil ihr seht es ja jetzt nicht, meint ja, dass unfassbar ist, dass die Pro Club so verkümmern lassen. Verstehe ich auch nicht. Man hätte ja zumindest mal die Champions League einführen können, wenn man da ersten Ligatitel holt, was ja, also was ich ja mit den Agro-Aslaks zusammen geschafft hatte. Alle Titel hatten wir geholt und alle Pokale und auch alle Liga, also ja, in jeder Liga einen Titel, glaube ich sogar fast. Und Liga 1 Titel und so. Aber man hätte ja wieder Gameface einbauen können, man hätte vielleicht Trikots besser bearbeiten. Das wäre ganz einfach, war ja alles schon drin. Creation Center hat man schon gehabt. Erstens Creation Center, zweitens Gameface gab es alles schon, hätte man einfach wieder nur einbauen müssen, aber das hat man, ich weiß nicht, vielleicht bauen sie ja wieder in FIFA 20 ein, um irgendwelche Neuerungen zu haben. Also genau, ich beginne jetzt Hello. hier, um eine B-Wertung Today is like mindestens zu every other bekommen. training day, hard and focused. Startelf, wo We're here sind to wir? work. Sind wir wahrscheinlich Wechsel? Nee. Hä? Ist Kim jetzt? Wo ist Kim? Kimmy! Ach, da hinten, ja. Links. Ach, da links sind wir. Das ist ja der Stern rüber, okay. Ja. Aber ich guck mal bloß ganz kurz in die Kommentare, ob da vielleicht doch noch irgendwas anderes war. Übertragung kann ich nämlich jetzt machen. Jetzt auf Kommentare gehen. Ach so, ja, genau. Das war von Proofskill beides. Gut. Ja, jetzt seht ihr nicht mehr die tanzenden Gesichter natürlich. gut. Dann würde ich mal sagen, starten wir das Training. Ja, macht euch viel Spaß mit den Freunden. Wir werden auch, also die Agro-Aslaks und ich werden ja auch Livestream. Also ihr könnt ja auch mal auf unseren Channel gucken. Ich weiß nicht, ob man das Video findet. Also der Titel war Pro Club Part 2, der Lörres und sein Brötchen. Lörres mit Lörres. Und das war eigentlich ganz lustig. Also die Gespräche und so sind halt und wie man halt spielt, also da passieren halt schon Patzer und sowas. Das ist eigentlich ganz lustig. Deswegen werden wir, sobald es geht, wahrscheinlich so in 2 Wochen, mal sehen, ob die denn alle das Spiel haben vom Pro Club. Dann werden wir auf jeden Fall durchstarten. Genau, dann lege ich mal mit dem Training los. Also wie gesagt, es ist wahrscheinlich so in 2 Wochen ungefähr. Dann werden wir immer so freitags oder samstags immer so 2 bis 3 Stunden pro Club zocken. Und ja, also gerne kann auch noch dazugekommen werden, das ist kein Problem. Da kann man auch zusammen zocken, das ist eigentlich immer ganz lustig. Bloß bei PlayStation, ne, 11 Spieler gehen ins Spiel, aber bei PlayStation eine Party nur von 8 Leuten, dass da nicht zumindest irgendwie 11 oder 12 gemacht sind. So, Flachpass. Challenge. Jetzt muss man ja auch irgendwie alle Skillspiele auf Gold bringen oder sowas. Wieder. Also, das haben sie jetzt auch wieder reingemacht. Super, dass der Trainer wieder eingeschaltet ist. Achso, ich soll ja da hin. Verstehe ich aber auch nicht. Ich hab doch. Ey, der Trainer, der zeigt an, als wenn ich. Der zeigt doch völlig falsche Bewegungen an. Ich halte den Stick gerade und er zeigt mir dauernd irgendein Zittern an. Ja, gut, exzellent. Ja, einen Moment, ich guck mal eben wegen dem Update, hatte ich gesehen. Nur ganz kurz Mitteilungen. Oh, noch 5 Minuten, dann können wir auf Deutsch spielen. Noch 5 Minuten, dann können wir auf Deutsch spielen, rein theoretisch. Du müsstest dich wahrscheinlich nur kurz hier, also abspeichern lassen und dann rausgehen und dann könnte ich die Sprache umstellen. Wäre jetzt ja Standard. Oh. Wieso trifft der nicht, also der, wieso trifft der Ball nicht das Ziel? Ey! Wieso treffe ich nicht das Ziel, wenn ich da mehr einsetze? Machen wir noch neu, machen wir nochmal. Wieso treffe ich nicht das Ziel? Oder geht das einfach durch? Nee, jetzt ist es hier richtig schön zerschossen.
Boom! Die zersplittern ja richtig jetzt. Sehr cool. Okay, das war nicht gut. Excellent! Oh, der war nicht gut, aber zumindest haben wir einen Excellent. Grätsche. Immer nur mit Männern erzeugt. Wie sexistisch. EA legt natürlich auch sehr viel Wert auf den Frauenfußball einmal eingebaut und man hat eigentlich gar keinen Bock mehr dazu spielen, weil es immer nur in so einem langweiligen Nationalmannschaftsturnier geht. Okay, ich habe noch die Chance, oder? Bis er da ist. Ja, war voll die gute Grätsche. Das war nicht meine Grätsche. Wie lahmarsch ich die hier in der Übung laufen? Das ist Grätschen für Anfänger. Ist es ja auch, aber. Also wirklich leichter als sonst. Hey, was? 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 Was sind das? Habe ich schon mal besser gekonnt. Gretchenbasis. Ich guck noch mal kurz. Ha, 100 Sekunden noch. Ich glaube, nach der nächsten Sequenz kann ich auf Deutsch umstellen. Wenn es mal mitten im Spiel einfach gehen würde, wäre geil. Aber der muss wahrscheinlich wieder installieren. Mal sehen, ob der direkt anwenden kann. Weil wenn ich das Spiel dafür ausmachen müsste, mache ich das natürlich nicht. Das wäre so blöd. Say, Kim, you were on another level today. Ja, ich war immer überragend. Ja. Bin immer überragend, wenn es darum geht, die anderen auszustechen. Die Skillspiele, da verkacke ich jedes Mal, wenn es darum geht, mal ein bisschen zu üben. Aber wenn es darum geht, die anderen da auszustechen, dann mache ich es natürlich immer exzellent. Wie immer. Ah, jetzt sind wir bei Danny Williams. Cool, wieder drei Charaktere. Michael, why are you late anyway? Mike is. Well, I just came from a meeting with Roger about investment opportunities and, you know, you gotta speculate to accumulate and all that and everything. Right. What are you doing here? Well, I had some meetings of my own. About my number one client. Huh. Your only client, you mean? So sieht's aus. Well, you saved the best to last, didn't you? That's what you did. Right, so what is it? Because I've got to get to training. I really have. Butler's going to kill me if I'm late. I know last season was tough. But the way you turned it around, winning the League Cup. Das stimmt. Das habe ich geschafft. Truth is, hab sogar Aufnahmen, falls ihr die sehen wollt. Club's in two minds about you. Club ist wegen dir geteilter Meinung. Ich bin The Williams. What? Two minds? No. I'm the Williams. I'm top dog here. George, I know you are. You know you are. Da oben seht ihr jetzt gerade. Da oben habt ihr jetzt was Schwarzes gesehen, schwarzen Balken. Da wurde mir angezeigt, dass installiert ist. Die neue Sprache. Verdammt, werdet jetzt mal ein bisschen früher. Oder ich kann noch warten. Können. Danny? Yeah, what? Training? Oh! Butler's gonna have my head! I gotta find another job. Ja, wenn Danny Williams, kann er froh sein, dass der überhaupt noch sein Klient ist. Ich meine, Alex ist ja bei ihm weggegangen, Gareth ist auch bei ihm weggegangen. Da hat der zu Alex ja damals gesagt, von wegen, passt bloß auf, was der macht, der baut der frag ihn mal, warum ich nicht mehr bei ihm bin und so weiter. The best teams train harder than the rest, and that's a fact. So guess what we're doing today. Jetzt müssen wir erstmal The Williams wieder reinbringen. 5 gewinnt, heutige Trainingseinheit. Das klingt lustig. Aber wie gesagt, wenn wir das parodieren sollten mit The Journey, also wenn wir es parodieren, dann machen wir nur die Sequenzen, weil. Oh, verdammt. Oh, man spielt ihn doch einfach mal genau direkt zu Williams. Oh, nee. Oh, war das schlecht, ey. Oh, die Pässe kommen extrem stark hier. Ich meine, gut, das Feld ist so relativ klein, aber. Das ist überhaupt nicht angepasst. Oh, was? Ja, stimmt, ich wollte ja von Legende runterstellen, wa?
Aber ein Skillgame ist eigentlich immer Standard, oder? Das ist doch nicht Legende denn eingestellt. Ey, diese Annahmen, die sind. Ich muss noch mit klarkommen, weil ja hier jetzt irgendwie mit FIFA 19 ist, dass die Ball den Ball auch direkt mit One Touch mitnehmen können. Ja, das ist super gelaufen. Also, dann geht der halt von da aus rein. Hier noch zu gewinnen wird nicht easy. Ey, wieso? Wieso kann er den denn nicht mal? Was? Hä? Die nehmen den ja nicht mal an. Die drehen sich ja rum und hauen den noch selber ein. Was ist denn das? Ich denke, wusste hätte ich eher schon abgezogen. Ja, ey, Cater, wisst ihr? Mach mal bitte jetzt was, ey. Ich glaube, ist der Cater von Leipzig sogar. Der da kam. So, jetzt können wir noch aufholen. Die dürfen bloß nicht zum Schuss kommen. Ja, ey, wisst ihr, da steht er doch. Komm, wir versuchen es nochmal. Ey, ganz ehrlich, die sind so schlecht im Abwehr. So, jetzt schaffe ich es aber im zweiten Anlauf. Muss mich nur ein bisschen einspielen. Hoffe ich doch. Ja, jetzt wird abgepfiffen. Ey, ohne Regeln hier im Training. No rules. So. Bei FIFA Street wäre ja gewesen, wenn jemand umtritt. Zumindest auf der Straße. Aber in FIFA Street hat man nicht immer auf der Straße gespielt, auch in der Halle. Und bei Weltturnieren. Okay, das war. Ne, Süd. Oh, ey. Was? Ja, das ist nichts, wa? Vorher wird abgepfiffen, wenn ich ihm das Bein wegtrete und wenn er mir dagegen tritt, als ich losrennen will, nix. Ja, darauf haben sie nur gewartet. Ha! Ey, wisst ihr, wenn man Mitspieler hat, die überhaupt nichts im Tor machen? Jawohl. Ey, was war denn das gerade? Wisst ihr, ich gehe noch rein und lenke den weg und mein Mitspieler, der macht auch von. Ja, das ist dann wieder ein Foul, wisst ihr? Der Vorwart auch ein Foul. Und wo ist der Schiri, der pfeift? Ey, ich sehe keinen. Der ist jetzt drin. 5-2. Lieber DNF als ich. Muss mal sehen jetzt. Jetzt muss ich danach. Ich weiß so nicht, ob der denn schon abspeichert. Das ist halt mein Problem. Great training. Very pleased with the work on display. Well done. Well done. So well done. Well done. I'm telling you, pal, you'll see your profits double in Ringo. A month. Two tops. Ringo Starr, right, oder was? So, have we got a deal? Sweet. Sweet, yeah. I'll swing by with the paperwork to Savo. Yeah, all right, Sam. Bye. Bye, 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 bye. You, my friend, are the new face of Macmillan's Fish and Chip Shops. Yeah, I've sorted you. All the fish and chips you can eat. 28 locations across England. Just call me the Don of Deals. You mean Macmillan's? Yeah. Macmillan's Fish and Chip Shop. Millie's, yeah. Like the place we used to eat every day. Yeah. Millie's. The very same. Awesome! Yeah, and they're giving you a choice between a radio commercial and a photo shoot for ads in print, like, you know how it is. Which will it be? Ey, guckt euch die Bilder an. Hey, da haben sie besser so. Oh, was? Willst du mit? Okay, machen wir weiter. Im Laufe ihres Journey-Abenteuers werden Charaktere mit wichtigen Entscheidungen konfrontiert. Manche Entscheidungen bestimmen über das Schicksal bestimmter Charaktere. Zentrale Entscheidungen lassen sich nicht rückgängig machen, also überlege dir genau, wie du vorgehen möchtest. Ja, da sollte man überlegen. Nein, ich lehne das ab. Ich will bei McDonald's oder Burger King unter Vertrag. Printanzeige oder Radiowerbung. Ich sag mal, Fotos sind schön. Danny macht Fotoaufnahmen für Macmillans Frittenbude. Danny nimmt eine Radiowerbung auf, die seine Mitspieler vermutlich hören werden. Ja, dann machen wir mal Radio. Hey, I've got the gift of the gab.
Get me on the radio. Hey, nice one. Hey, Adidas is next up, I'm telling you. Build up your reputation, few trophies, few more man of the matches, and the Williams will be a household name. Adidas, die können wir auch gerne einen Vertrag geben. Also mir hier, kein Problem. Würde mich freuen. Danny boy, the pipes are calling. Oh look, it's Roger the Dodger, business manager extraordinaire. It's Ringo. Oh. Oh yeah, my mistake, of course. Nobody has ever called you Ringo. You can't just make up your own nickname. It doesn't work like that. You what? It's what all the lads called me at school. When? When I was playing the drums. Hello? It's from... You played the triangle once in the school orchestra and you got that wrong. No, it was twice. So how is business? Actually, very good, Michael. Roger here has just got me Ringo. A brand new endorsement. McMillan's fish and chips. We used to eat there all the time back in the day, didn't we, Roger? Yeah, we did. Ringo. Yeah, well, speaking of deals, I just got a meeting in the diary about your contract extension. Day of the last pre-season game. Right. So, play out your skin in the Far East, and we could be in business. No pressure, eh, Paul? Your future depends on this, Danny. Blöd hier laufen. Lass mir raten, jetzt kommt Alex. Wollen wir den nur noch auf Englisch hören? Ja, aber machen wir. Wieso nicht, ob ich die Sprache jetzt umstellen kann, aber ich komme ja hier nirgendwo ins Hauptmenü gerade. Wahrscheinlich erst nach der Sequenz mit Alex. Geil. Das Geile ist, Alex Hunter, Saisonvorbereitungstraining FC Bayern München, Sommer 2018. Weil ich zu Bayern gewechselt habe. Ich bin nämlich der Alexander Jäger. Ein Thomas Müller. Es gibt nur ein Thomas Müller. Trainerwertung. In der Teamaufstellung, ja. In der Teamaufstellung wird das aktuelle teaminterne Ansehen aller Spieler angezeigt. Zeige gute Leistung im Training und in Spielen und die Trainerwertung des Charakters, um die Trainerwertung des Charakters zu erhöhen. Eine bessere Trainerwertung erhöht die Chancen des Charakters, es im nächsten Spiel in die Startelf zu schaffen. Wenn der Charakter konstant gute Leistung zeigt, erhält er den Vorzug von Spielern mit besseren Werten. Zeige gute Leistung im 11 gegen 11 Training und auf der Saisonvorbereitungstour, um den Trainer schon vor dem Saisonstart zu beeindrucken. Da Bayern auch immer in Amerika eine Tour macht, werden wir auch wieder gegen MLS-Mannschaften spielen. War ja auch das Abschiedsspiel mit Servus Bastine, wo der spielt ja bei Chicago Fire, der Bastian Schweinsteiger. Und da haben die auch gegen ihn gespielt. War eigentlich ein ganz gutes Spiel. War halt so ein Abschiedsspiel, ne? Servus Basti. Ich sehe ziemlich rot aus mit dem Licht. Die Kamera, die, ich weiß nicht, die gibt immer so einen komischen Stich, weil die der zwei Dinger aufnimmt und irgendwie in der 3D-Raum waren und 11 gegen 11. So, gucken wir mal. Ach stimmt, Müller ist übrigens mein Sturmpartner, ne? Jetzt sind wir Rivalen, vorher waren wir Partner. Was ist denn aus dieser Welt geworden? Oh Mann. Hey, jetzt sind wir Rivalen. Wahrscheinlich kämpfen wir jetzt um eine Position, weil Müller ja auch Stürmer ist. Beziehungsweise ZOM, kommt drauf an, wie man es nimmt. Aber es war auch besser, dass ich Müller gewählt habe, mit Bayern und so alles und mit Müller. Weil bei anderen, da wäre, wenn man Stürmer hat oder so, dann hieß es nur, bereite dem die Tore vor uns und Schwachsinn. Und mit Müller beispielsweise, da stimmt, da kann ich mir ansehen, mit Sturmpartnern und so, Griezmann und sowas oder Dybala und dann muss man immer reinmachen bei Dybala, weil der einem die vorgelegt hat und Griezmann musste man dann immer vorlegen und bei Müller, da ist ausgeglichen, entweder ich gebe ihm Vorlagen oder ich mache welche von ihm rein, also das ist relativ ausgeglichene Partnerschaft. Oh, okay, die Drehung habe ich nicht erwartet gerade.
Ich habe auch nicht irgendwie was gedrückt, wo man eine Drehung hätte erwarten können. Hier ist der FIFA-Trainer aus, na sieh mal einer an, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso der in den Skill-Games an war. Deswegen, ich habe mal ausgeschaltet. Oh, die kam zu weit. Ja, auch wenn es ein Trainingsspiel ist, ich sollte hier schon mal einen guten Eindruck hinterlassen. Ich meine, jetzt beim neuen Trainer Niko Kovac, ja, der haut mal auf den Tisch. Da kann man sich nicht mehr so viel erlauben. Es wäre echt cool, wenn Niko Kovac hier drin wäre. Ja, spiel früher ab. Alex muss mal den Ball behaupten. Ey, ich habe mit dem da, na gut, ich habe mit dem nicht so ein Krafttraining und so gemacht. Der könnte vielleicht körperlich noch ein bisschen zulegen. Ich meine, er ist noch jung, aber so jung ist er jetzt auch nicht mehr. Wir haben schon 2 Jahre FIFA. 2 Jahre Profi, ne? Das ist jetzt schon der 3. Jahr für ihn. Da könnte man schon mal ein bisschen mehr im Kraftraum machen. Mein Rennen kann er ja. Das hatte ich ja, da hatte ich immer Spritübungen und sowas auch noch gemacht. Also dementsprechend. Und Tore schießen kann er auch. Ah, Ecke. Ich muss irgendwie mit Alex und Müller Tore machen. Mit Alex und dem Thomas. Oder Thomas die vorlegen. Mann! Was ist denn das? Oder ich muss jetzt generell erstmal einen Ausgleich machen. Das wäre vielleicht der wichtigste. Alex hat gerade keine so gute Wertung. Ist auch nicht so easy. Ganz vorhin ganz klar, 11 gegen 11 Training mit Schiedsrichtern. Hat Bayern so viel Kohle, dass die Schiedsrichter aufs Trainingsgelände bestellen? Für, keine Ahnung, 20 Euro die Stunde oder was? Weil die nehmen garantiert nicht mehr. Das sind die FC Bayern internen Schiedsrichter, die dann immer da beim Trainingsspiel das leiten. Oh, ey, was? Das war ja richtig schwach. Verstehe ich nicht. Bei The Williams waren die Pässe so extrem stark in diesem kleinen Bereich und jetzt gerade war der so schwach, obwohl ich den stärker gedrückt habe. Nein! Verdammt. Muss offensiver spielen. Kann ich hier Taktiken einstellen? Nö, irgendwie nicht. Nö, Taktiken gehen hier nicht. Die spielen einfach so. Okay. Oh, ey, ich drück nach oben zu Müller und er spielt den nach hinten weg. Wisst ihr, EA hat von letztem Mal nichts gelernt vom letzten Spiel, wo die Spieler sich alle beschwert haben, dass die Pässe oder Flanken denn falsch kommen, wenn man die da in Strafraum näher drückt. Wieso legt er den nach hinten weg, wenn ich mit X einen Pass auf Müller versuche? Also, das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt noch Vorlage gedrückt hätte oder so. Also, Pass in Lauf, dann hätte ich es noch verstanden, aber nicht bei einem normalen X-Pass. Ist alles andere als sinnvoll. Na gut, erstmal Halbzeitpause. Als Stürmer musst du den nicht nur bloß Tor, du musst auch Ballbesitz in die Angriffszone halten. Daran musst du arbeiten. Ja, na, ist ja schön. Ist ja schön, aber. Ja, die Einstellung konnte ich jetzt auch nicht sehen, welche Stufe. Aber wie gesagt, ich werde, denke ich mal, auf Profi runterstellen, weil. Man sieht ja jetzt, okay, besonders wenn ich mich auf. Was? Eine Halbzeit? Ich bin trotzdem in der Startelf, obwohl ich so schlecht war. Und Müller nicht. Was? Ich bin mit einer 6,3 in der Startelf und Müller ist draußen. Auf der Auswechselbank. Weil ich ja jetzt da bin. Vielleicht liegt es so daran, dass ich aus FIFA 18 noch meine geilen Wertungen übernommen habe. Ja. But they don't serve pie and mash in here. I've dealt with these super agent types before. Can open the doors that matter. This could be a great opportunity for you, Alex. Alex. Miss Villanova. Mm. Oh, it's a süße, pleasure, komm, Mr. Hunter. Please call me B. Please. I remember seeing you at the FA Cup quarterfinals. That right foot stunner and a header from 10 yards out. The keeper never got close. I can see where Alex gets his talent from. Oh,
So, how can we help you? As you'll know, Mr. Hunter, there comes a time in a player's career where they transcend the sport in which they excel. They become a brand. Think CR7. What my team and I at Villanova and Associates can offer your son is a chance to get to the next level. With the right guidance and opportunities, Alex has the talent to become an icon in the modern game. Ach, Beatrice, sie schmeicheln mir. Wird auch Zeit. Nein, ich bin überwältigt. That's kind of blow my mind. I believe that you can never aim too high. With your talent, your marketability, you should believe that too, Alex. Impressive pitch. It does sound amazing. But I've already got an agent. Don't be daft, son. We always knew I was just a stopgap after Michael messed up. Beatrice could be just what you're looking for. An agent who can take you places. Make no mistake, Alex. What I am offering you will require a lot of sacrifices on your part, but if you are willing to work with us, the rewards will be greater than you have ever imagined. Well, when you put it like that... Beatrice, oh Mann. Oh, lecker Kuchen. Da kriegt man ja Hunger. Gut, dass ich gegessen habe. Wenn wir zum Abendbrot gegessen haben, Alter. Sonst hätte ich jetzt echt Hunger bei dem Kuchen. Da würde ich abgehen wie das grüne Monster. Rangverbreitung zu Tokio, ja. Alright then, am I a footballer? Yep. Am I one of the best players in the world? I'll say. Okay, then, I am the Sultan of Stepovers, Cristiano Ronaldo. Well, maybe in his dreams. Easy, Alex Hunter. Yeah. You wish, bruv, you wish. You'll be saying that when we batter you in the Tokyo International man, Cup. Behave, you know that trophy's got our name on oh, it. Oh, we'll see, we'll see. Well, it seems the plan is working, eh, Alex? Dad said you were climbing the walls back home, waiting to hear about the qualifying squad. Well, the plan was working, Dad, until you brought it up. So, Dad, you coming to watch the semis? Is your big bro this annoying? Scouts work, he's never done. He's something, that's for sure. So, are you guys on talk anymore? Yeah, you could say that. Right, we better be getting off, kin. Try to get some shut-eye. My clock is upside down. Night. You lads should get some rest too. Night. I've got big matches coming up. Double or quits? All right. All right, bring it. Okay. Am I a celebrity? Yes. Okay. Sports? Nur FIFA, ey. Er ruft eine FIFA-Seite auf. Nur mit den Spielern, die bei EA unter Vertrag stehen für das Spiel. Und dann fragt er noch, ob er aus dem Sportbereich kommt. Das war eindeutig von EA eine Seite. Da kann das nur ein Fußballspieler sein. Es sei denn, da ist irgendwie aus The Journey noch ein anderer Star Basketball oder sowas, was mal vorkommt. Ja, Tokyo. Big in Japan. So, jetzt können wir mal gucken. Spieleinstellungen. Legende. Ey, ich wusste. Halbzeitlänge The Journey. Ich mach mal 5 Minuten. 4 Minuten sind bei Herausforderungen ziemlich schwierig. Ich mach mal auf Profi. Weil wenn ich wenn ich alleine spiele, ihr habt ja gesehen, gut, 2-0 verloren jetzt in dem Trainingsspiel. Das ist nicht so gut gelaufen, wenn ich mich zu sehr auf Müller und Alex konzentriere. Da mache ich lieber auf Profi. Sonst Weltklasse oder Legende. Vor einem Livestream habe ich leider auch 1-0 verloren. Weil das ist mir ein bisschen zu heikel. Zurzeit. Dementsprechend so Einstellungen. Audio. Kann ich das jetzt umstellen? Kommentarsprache Deutsch ist... Sein den Kommentars aus. Jetzt kann ich hier nur die Spielsachen einstellen. Grundsteuerung, Steuerung anpassen. Okay, das ist alles. FIFA-Trainer ist ausgeblendet, ist gut. Die Sprache kann ich anscheinend jetzt gerade nicht umstellen, sondern nur im Hauptmenü.
Das ist halt die Frage. Dann spiele ich jetzt hier halt den Part auf Englisch, ne? Also es ist ja Untertitel. Untertitel werde ich aber auch im Deutschen lassen, hatte ich ja gesagt, weil man manchmal auch die nicht versteht, wenn die Englisch reden, manche. Du kannst den Look deines Charakters auf und neben dem Rasen anpassen. Erziele Fortschritte oder erreiche bestimmte Followerzahlen und Einnahmen, um Objekte freizuschalten. Hitzköpfige, extravagante, freche Persönlichkeit sorgt dafür, dass deine Followerzahlen schneller steigen, senkt aber dein Ansehen beim Trainer. Coole, lässige, nerdige Persönlichkeit verschafft dem Charakter mehr Spielzeit und gibt ihm so mehr Chancen, Einnahmen zu erzielen. Also, aber die Followerzahlen erreicht man schnell. Ich habe mit Alex allein durch meine Superleistung letzte Mal ziemlich schnell noch Follower gekriegt, auch wenn ich nicht ganz so hitzköpfig war. Also wie gesagt, hitzköpfig cool ist bei Alex, extravagant lässig ist bei William, bei Williams, The Williams und frech und nerdig ist halt bei Kimmy. Aufgaben sind noch nicht zu sehen. Ah doch, erreiche mit Danny in der Vorbereitung eine. Was? Nebenkapitel gibt es optionale, ja, ich weiß. Erreiche mit Danny in der Vorbereitung eine Durchschnittswertung von mindestens 7,5 steht da wahrscheinlich. Schön, dass es abgehackt ist. Ja, jetzt sieht man es, 7,5. Also spielt man wirklich mit allen, denn so abwechselnd. Anpassung des Tribal, blaue Jeans, Adidas, Paul Pogba, Predator. Paul Pogba, Predator, 18 plus. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit Tokio. Heute schaue ich mal vor allem auf The Williams Footy. Ja, da gab es ja auch Beschwerden am Anfang, als das rauskam, ne, The Journey, weil denn da echte Namen teilweise von EA benutzt wurden, ohne die vorher um Erlaubnis gefragt zu haben. Gut, dann heißt es Amerika gegen Liverpool. Das ist, Mann, welche Liga war das? Ich glaube, es war aus der mexikanischen Liga, Banco Mer. Ja. The Williams. Ich spiele mit The Williams. Multiplayer kommt jetzt ja auch wieder. Aber ich spiele jetzt erstmal The Williams. Dann kann ich mich mehr auf ihn konzentrieren. Das ist ein bisschen besser. Nicht schlecht, dass wenn man Mo Salah und so auf Seiten hat. Aber es ist halt leichter, wie gesagt, ich habe jetzt auf Profi umgestellt, weil wenn ich alleine spiele und mich auf einen Spieler konzentrieren muss und genau der Tore machen muss und Vorlagen geben muss, dann mache ich lieber auf Profi. Sicher ist sicher, weil das dauert ja auch ewig, die Story. Stellt euch vor, ich will auch wirklich diese Trophäen haben. Und wirklich ein Erlebnis. Gut, Wolfuß und jetzt Frank kam Buschmann gerade melden keine sich für Sie Musik. heute aus Ja, Osaka und wieso damit kam jetzt willkommen, eigentlich liebe keine Zuschauer. Musik? Vorbereitungsturnier Ich habe, in also Japan, Journey dürfte es letztes eigentlich Spiel gar der nicht meine Einstellung Vorrunde. Und beeinflussen. ich glaube, das könnte eine richtig interessante Partie werden. Naja, man will natürlich gewinnen, Wie aber ich gesagt, nächstes Mal denke, mache ich The es wird Journey einfach sicher auf auch Deutsch, darum ne? gehen, Das ist jetzt gerne kein nochmal das ein Problem. oder andere auszuprobieren, in Ach, taktischer schreibt und ruhig in ein, ob ihr noch personeller mehr sehen Hinsicht. Das wollt. zwingt natürlich Der ein Stream Pokal, läuft deswegen ein jetzt Titel ist ja auch nicht zu fassen. 53 Minuten, also ich habe eine Minute früher Sadio vorausgesagt Mané könnte heute angemacht. ein ganz Das entscheidender bedeutet, Spieler sein. Und nicht nur durch seine Torgefahr, auch ja, mit jetzt seinen hier noch Pässen ein immer Spiel und wieder vielleicht eine Sequenz brandgefährlich. wäre drin in der einen Stunde. Die Fans strömen nach Und wie vor dann in Scharen in die Stadienbuschi. Die wahrscheinlich Zuschauerzahlen erstmal Schluss steigen. für Das zeigt heute. natürlich den Dann werde ich vielleicht Stellenwert, den so der Fußball nochmal hat. Und der steigt in aus meiner Sicht Ultimate immer weiter. reinschauen, Da ist vielleicht kein erst Ende morgen. in Sicht. Und das ist unsere Ach ja, Chance, ich kurzen wollte gerade Blick auf passen, die ich bin ja jetzt Aufstellung zu gerade werfen. der Pro. Ich bin ja Wir nur The sehen bei Ihnen Williams. heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher Obwohl, mit einer Quatsch, hä? Raute gespielt oder in Ja gut, ganz ich bin anderen erstens Formationen. Stürmer. Ich gucke mir das jetzt mal an. Hä? Also, Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. und zweitens geht es ja Wir treten automatisch in heute zwei im Minuten. Also, wenn ich kann, 4-3-3 kann ich ja noch an mit reinmachen. Uschi. Kurzer Kommentar von Denn dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den dann beiden wäre auch ein bisschen was von der Flügelstürmern Story werden sie dann erzählen. versuchen, das Spiel 4 Minuten breit hätte zu ich doch machen. lassen können. Ich habe das Williams. letzte Mal, glaube ich, auf 4 Minuten umgestellt, als dann nur noch so unwichtige Spiele im Philipp Grunde Arnold. kamen. Ich hatte da auch auf Profi gespielt oder sowas. Und dann Da waren passt aber er nur noch so auf und Spiele, kann klären. wo ich schon längst Meister war und alles. Der Ja, Ball ist Spiel gleich früher hatte wieder ich wollte weg, gerade könnte den also Ball erneut halten. gefährlich werden. Diese Ansagen machen Einwurf für überhaupt keinen Liverpool. Sinn. Mané. Jedenfalls nicht in so Philipp Momenten, Werner. wenn man den gerade erobern will, den Ball. Fabinho. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden Sie keine Lücke. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Macht er ihn. Liverpool jetzt mit der Ecke. Und das ist natürlich immer ein Hattrick für den Stürmer, denn
hat man seine 10-0. Ecke Henderson. Und da geht der Torwart hin und kann die Ecke abwehren. Voll auf dem Torwart. Mein gut, hier muss ich ein bisschen warten, aber. Ah, so ähnlich so ein Pro-Club. Also, obwohl ich im Pro-Club öfter auch mal beliebig spiele, aber am Anfang werde ich mal mit meinem Pro spielen, dann muss er auch ein bisschen jetzt gefährlich. Werden. Und der hohe Ball auf Williams. Ja, gut, Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Vielleicht die Führung jetzt. War das eng. Okay. Für ein Time-Finish wäre zu wenig Danny Zeit Williams. Gewesen. Und? Jawohl! Ein starkes Tor von Bernhard, der unter anderem auch mit, da war gerade der Spanier. Die beiden waren ja Hauptcharaktere in The Journey letztes Mal. Ja, letztes Mal oder im Jahr davor. Ah ne, die waren Hauptcharaktere doch in einem The Journey Teil. Ja, also so, der hat was Gutes aus meiner Vorlage gemacht. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, Liverpool hat ja damals nur unterschrieben wegen Kloppo, deswegen ist The Williams jetzt auch da. Der ist automatisch bei dem Verein gelandet, wo Alex ursprünglich war. Und Gareth. Die sich ja dann später nicht mehr so verstanden haben, weil Gareth. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Gareth Walker. Best Friends und jetzt sind Williams. Lass uns kurz über Danny Williams sprechen. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder vielversprechende junge Spieler, die sich trotz guter Ansätze dann nicht durchsetzen konnten. Wie siehst du Danny Williams? Kann er den Zufälle gibt es, dass sie so weit hier sagen. Also ich träume das zu. Wird auch eine Frage der Unterstützung sein. Wie sehr fördert ihn der Trainer? Wie nehmen ihn die Fans auf? Ich glaube, in dem Alter hängt viel von meiner Selbstvertrauen ab. Williams ist gerade nur noch stehen geblieben. Letzte Saison konnte er den Ligapokal gewinnen. Schöner erster Erfolg. Dazu die Champions League Quali. Darauf kann und darauf muss er aufbauen. Also aus meiner Sicht kann das sehr weit bringen. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung. Ja, schön. Es ist schön, wenn man Passquote hochbringen will, aber... Robertson. Nur hinten bringt auch nicht viel. Ja, und dann so eine Flanke. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Mensch, die können die besser. Sind nicht ohne Grund. Das ist ein Champions tolles Turnier hier in Japan. Perfekt organisiert, Stimmung großartig. Man merkt, in Japan spielen wir gegen eine mexikanische Mannschaft. Die Teams sind motiviert. So ich geil. Glaube, von solchen Wettbewerben aber Kloppo, verdammt. Profitieren. Es gibt ja durchaus Kritiker. Manche sagen, was bringt das? Die Spieler quer wie gesagt, durch die Welt ich habe Liverpool nur gesehen wegen Kloppo. Und dann ist das, der alte Verein von deinem Opa. Das bringt absolut was. Die Teams kommen gut in Form. Geht er rein? Und jetzt die Chance. Hoff. Ja, es war Passansage. Tut mir leid, wenn er mir den Pass. Lauf spielen will, wenn ich einen X-Pass fordere. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Wollte, dass er den genau durch die Lücke noch auf mich spielt. Mein war zwar schwierig, aber machbar. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Ah, der war schwer. Ja. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Na gut. Ja, die Ansage war nicht gut. Mann. Gut geklärt, das war wichtig. Soll auf jeden Fall besser werden. Aber wie gesagt, wenn wir eine Parodie machen auf die... auf The Journey ein paar Texte verändert. Dann werden da nur die Sequenzen drin sein, die sind ja auch wesentlich interessanter als jedes Mal das Spiel zu sehen, Anderson. Wenn man selber nicht am Controller ist. Van Dijk. Ich meine, so wie im Pokalspiel ist ganz interessant dann mit der Stimmung und so, aber an sich ja für den Zuschauer. Ja, langweilig. Weg ist der Ball. Aber was soll ich machen? Ich kann jetzt hier nicht überspringen oder so. Nee, simulieren geht nicht. Das ist ja nicht. Aber man will ja auch irgendwie was erreichen. Rodriguez. Jetzt müssen sie aufpassen. Gut gemacht. Vorbei am Abwehrspieler. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Nee. Ey, das ist doch nicht sein Ernst, wie Pass gerade gewesen. Noch. Übrigens, was jetzt auch Neues, was uns aufgefallen ist, bei der Anzeige geht es jetzt auch mehr als nur bis 90, sondern, oder auch generell, die Nachspielzeit wird dann auch oben weitergelaufen lassen. Es steht 1:0, das steht dann links Ding die Nachspielzeit wie immer vorher und jetzt steht aber auch dann die Spielzeit über der, die eigentlich pro Halbzeit ist. Mit Stürmer, ja, achte noch Stecke darauf, wo du stehen musst.
Die Frage ist, was sind die Anforderungen von Klopp jetzt eigentlich in der zweiten Halbzeit? In der ersten Hälfte durfte vor allem Liverpool jubeln, liebe Zuschauer, mal sehen, ja, ob schön, das jetzt auch so weitergeht. Von mir. Glücklicherweise hat der natürlich gleich reingemacht. Fabinho. Auch auf Profi sieht man jetzt, dass es sich schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Wenn man als Pro spielt, dementsprechend. Williams. Der Pass kam schon wieder. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Klein. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Henderson! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und das ist natürlich jetzt der Ballwurst. Ey, was soll das? Wieso hat er den nicht einfach zu mir gespielt? Wird sich rumdrehen und den zu mir spielen? Den Ball holt er sich. Dann hat man einen Ball da. Das war schon überzeugend, was er da im ersten sein. Durchgang geboten hat. Ja, ganz so wichtig ich den war haben. Natürlich sein Führungstreffer. Jetzt nee, ist das sein Ernst? Und jetzt ein Schuss. War das gerade sein Ernst, dass er den mit dem Fuß treten wollte und nicht mit dem Kopf machen? War da der Angriff ist erstmal vorbei, Idee, sie verlieren überlegen. Den Ball. Jetzt über Williams. Boah, ja gut, ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir den direkt zuspielt. Deswegen, ich wollte ihn eigentlich in den Lauf gespielt haben und habe Dreieck gedrückt, dann hat er den aber schon vorher gespielt. Wir wollen ja auch sehen, was da passiert. Ja, gewinnen müssen wir hier schon. Guter Ball nach draußen. Nee, ey, zu lang. Mann, ey, wisst ihr, er zeigt, dass er den Ball haben will und wenn ich den, der war vielleicht ein bisschen weit, aber wer gerannt in dem Moment, wo er es gezeigt hat, als ich den abgespielt habe? Er wollte ihn da hin, er wollte ihn in den Lauf haben und ich spiele den ein bisschen weiter, aber den hätte er bekommen können, wenn er einfach mal direkt gelaufen wäre. Das ist das Problem, wenn ich alleine spiele, vielleicht muss ich ab und zu dann doch mal alle spielen, damit, weil die KI manchmal nicht dasselbe Spielverständnis hat wie man selbst. Aber wie gesagt, Problem ist halt, sich dann auf den Pro zu konzentrieren, wenn man so spielt. Jetzt Williams. Philipp Bernhard. Die Möglichkeit zu flanken. Und der hohe Ball auf Williams. Ja, gut, der hohe Ball auf Williams, der aber so kommt das nicht. Schuss! Oh, der war gut. Der war ohne diese Time Finish. Vielleicht können sie die Führung ja ausbauen. Ohne die Time Finish da. Und der war echt gut. Mal sehen, ob sie durch die man hofft immer, man wird nicht selber ausgewechselt, sonst ist es vorbei. Preseason Tour steht jetzt drauf, ne? Ist ja interessant. Anderson mit Deck. Virgil van Dijk. Abgeblockt auf der Linie. Macht er ihn. Der Versuch schlechter war Versuch. Gut, der Schuss war jetzt nicht der beste, aber. Ich meine, habe ich es teuer getroffen. Rodriguez. Gegensatz zu manchen anderen Profis, die weiter auf den die Fans, auf den späten stoppen. Ausgleich in dieser Partie. Ja, und ich hoffe darauf, dass wir irgendwie hoch. Gewinnen. Da verlieren sie den Ball. Sich gerade ideal läuft jetzt hier. Philipp Bernard am Ball. Alter, wo geht der Ball denn hin? Ah, der Typ und ist Mo Salah da unten. Der will überhaupt nicht rennen. Ich weiß jetzt genau, dass der rennen kann. Macht er gut ich hier. Ich habe eben gesehen, wie der rennen kann. Der wird 100% gute Sprintwerte haben. Hatte er jedenfalls das letzte Salah. Mal. Am Ende der Saison. Ja, spielen hauptsächlich zu mir, wa? Ball kommt rein. Ja, na klar. Wenn irgendwo da reingeflankt, die Flanke kam wieder nicht keiner so gut rankommt. Rein. Ist echt schwierig, den jetzt irgendwie mit Flanken so Klein. Reinzubringen, dass der mal wirklich rauf, rankommt. Da im Strafraum. Fabinho. Nein! Wie macht er der den denn? Den ich habe zwar in den Lauf gemacht, aber dass der mir den irgendwie, keine Ahnung, in den Rücken spielt, das war nicht. Würde ich jetzt ja nicht. Da bekommt er Unterstützung! Anderson. Alter, ja, jetzt Williams. Jetzt, ne? Gute Chance. Gute Aktion hier vom Torwart. Sein Team darf weiter auf einen. Kommt jetzt vielleicht irgendwie ja, meine Ansage? Gewesen, nö, kommt die ganze Zeit keine Ansage, was Klopp von mir will. Guter Versuch aus der Distanz, aber der Keeper hat aufgepasst. Mann, jetzt kommt schon. Und hat dann schlussendlich das bessere Ende. Ey, wieso muss der Torwart denn unbedingt kein schlechter Schuss, aber eben auch gut aufgepasst. Gut gesehen, abseits. Das war abseits. Das läuft nicht so wie sollte. Regulär sind es noch 7 Minuten. Sieht nicht gut aus.
Die uns immer zu empfangen, wenn wir zu weiter sind. Ja, spielt hinten im Strafraum rum und verliert den Ball fast noch. Naby Keita. Klein. So, das ist souverän, absolut. Für uns als Zuschauer vielleicht nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, aber bei ihrer enormen Ballsicherheit. Ja, Spiel früher ab, ich wollte endlich vorbeigehen. Weil da ja auch so viele Passoptionen in dem Moment waren. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Guter Pass, das könnte nee. Jetzt der Schuss. Nee, ey, müssen die den in der 91, wie einfach die den machen. Ich auch spielen nicht, Wolf. Einen langen Pass ist und überraschend. Der Bass kommt weiter und dann spielen die noch so was, ey. Nächstes Mal wisst ihr Bescheid, das spiele ich denn alle. Aber das ist guckt das euch Risiko, das mal wenn du dazwischen gehen willst, dann fällst du auch mal einen Ball unglücklich ab. Ey, das war eigentlich nicht schwer, das zu verteidigen. Ein neuer Mann macht sich bereit, Jürgen Klopp will da jetzt wechseln. Stimmt, ja, schön, dass Jürgen Klopp jetzt wechseln will. Verlässt den Platz und Joel Matip kommt an seiner Stelle für die ja, super, verloren. Ey, der lässt so ja nichts mehr spielen. Eine Minute war eigentlich noch nach Spielzeit. Hier beim Vorbereitungsturnier in Japan. Ja, also nur das Spiel war jetzt ganz toll, dass in der 90. noch gibt der Ausgleich. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's gesagt, wenn wir ja 1-0 nur führen bis dahin. Nicht, dass sie uns nur einen reinmachen, denn mit Konter oder sowas. Aber das war ja nicht mal ein richtiger Konter. Und darum, für die Saison in Form zu kommen. Gewinn das Spiel. Ey, die dritte Aufgabe war, gewinn das Spiel. Hätten wir jetzt nicht in der Abwehr so einen Fehler gemacht, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen. Da hätte ich alle Aufgaben erfüllt. Ich will alle Aufgaben erfüllen, was soll das? Deine Kurzpässe lassen zu wünschen übrig. Ich wähle immer einen Mitspieler, der anspielbereit ist. So. Als Stürmer musst du nicht bloß Tore erzielen. Ja. Du musst auch den Ballbesitz in der Angriffszone halten. Daran, ich habe ja schon nennen, dass wir in der Hälfte besser immer. Bei diesen hervorragenden Steilpässen hast du gezeigt, wie was in dir steckt. Ja, großartige Flanken. Ja, von oben. Aber diese 1-1 wird überhaupt nicht fallen müssen in der 91. Minute. Ich verstehe nicht, warum Klopp denn nicht mal vielleicht ein bisschen defensiver spielt, wenn das nicht klappt vorne. Das war jetzt alles und jetzt kommt Alexander. Echt jetzt? Das war so eine Zwischensequenz, wo einfach nur Alex gezeigt wird, der rausguckt und dann nur Klavier kurz gespielt wird? Ja, ich wusste es. Es ist so typisch FIFA. So, ja, wir haben es jetzt auch 20.07 Uhr. Also wir haben schon eine Stunde gespielt. Die Frage ist, wollt ihr vielleicht noch, oh, gewinne das Finale in der Saisonvorbereitung. Erreiche mit Danny in der Vorbereitung einen Durchschnitt. Mhm. Erreiche mit Kim in einem Basistrainingsübung. Das habe ich schon geschafft. Okay, jetzt sind hier alle zu sehen. Gewinne das Finale der Saisonvorbereitung. Tour mit Alex oder Danny. Werden wir sehen. Erreichen mit Danny in der Vorbereitung eine Durchschnittswertung von mindestens 7,5. Es sind nur 4 Kapitel. Aber wahrscheinlich für jeden 4 Kapitel. So, vorher waren es, glaube ich, boah, was waren das vorher? 10 Kapitel? 8? 10? 12? Wahrscheinlich für jeden 4 Kapitel jetzt, weil die Kapitel sind ziemlich schnell vorbei. Also Journey ist innerhalb von 3 Stunden durchgespielt. Eine Spezialbewegung erhält man denn? Okay, und 10.000 Follower. Klingt ganz gut. Ach, mit Bayern gegen Juve. Ich würde sagen, mit Bayern gegen Juve, da können wir uns für nächstes Mal aufheben. Das klingt ganz cool. Und dann kann ich vielleicht auch demnächst Halbzeitlänge bei The Journey. Kamera, visuell, Audio. Kommentarsprache Deutsch, das ist das Einzige. Ja, genau. Dann würde ich sagen, alle, naja, die sind doch jetzt alle gespeichert, die Änderungen, oder nicht? Müssten eigentlich da, ich habe ja jetzt hier, der hat die eigentlich alle gespeichert. So, dann würde ich sagen, wartet hier mit heute, mit der Stunde The Journey, dann gibt es morgen wieder eine Stunde The Journey. Und ja, vielleicht, lass mal sehen, es war kurz nach 20 Uhr. Vielleicht gucke ich einfach rein bei Ultimate Team mal in den Rivals. In den Rivals und guck mal, wie es so läuft. Und ja, wenn ich mich qualifizieren sollte für die Weekend League, dann
genug Punkte gesammelt habe oder ganz gut läuft in Rivals, den kann ich euch das ja mal zeigen. Wahrscheinlich werde ich erstmal Squad spielen und erstmal mir mein Team zusammenspielen, Dream Squad oder so. Ja, The Journey können wir dann fortsetzen, LAN und so weiter. Die Frage ist jetzt, kann ich hier Spieleinstellungen anpassen bei The Journey, für The Journey? The Journey, kann ich jetzt? Ah, kann ich jetzt auf Deutsch umstellen? Okay. Das hätte ich mal wissen müssen. Hätte ich gewusst, dass ich es jetzt, wenn es installiert ist, direkt hier im Spiel machen kann, dann wäre es eigentlich kein Problem gewesen, ne? Ich guck mal bloß, ob der geladen hat. Dann wäre es kein Problem gewesen. Dann hätte ich ja gleich auf, aber auf Deutsch machen können, obwohl ich sagen muss, gut, es war jetzt, was war jetzt noch? Eine Szene mit Maike, die dann auf Englisch war. Also die Szenen, die waren relativ knapp gehalten jetzt. Und eben mal das, was man aus dem Trailer schon kannte, die Szene. Die gibt es ja auch auf Deutsch schon bei YouTube. Gab es die ja schon. Gut, hier ist mit Alex Tokio, Bayern gegen Juve. Da würde ich sagen, da knüpfen wir nächstes Mal wieder an und die nächste Sequenz wird dann auf Deutsch gezeigt. Und ja, es waren jetzt hier drei Sequenzen. Was waren das vielleicht? Mit Jim Hunter war ja am Anfang relativ lange die Sequenz. Waren vielleicht insgesamt 5 bis 10 Minuten. Ja, 5 bis 10 Minuten waren jetzt vielleicht auf Englisch. Nächstes Mal auf Deutsch. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es umgestellt. Also dementsprechend auf Deutsch könnt ihr hören, auf Deutsch könnt ihr lesen. Und das ist auch immer ganz gut, auch wenn man vielleicht irgendwas nicht versteht oder vielleicht ohne Ton hören möchte oder ich weiß nicht, wenn man vielleicht mit dem Gehör nicht so gut hat oder so, dann finde ich das ganz gut, mit Untertitel immer einzubauen, damit auch wirklich jeder das Erlebnis so hat. Zumindest mit der Schrift, vielleicht auch mit den Geräuschen, weiß nicht, man kann sich ja manchmal aus Staaten in Kulisse vorstellen und so. Dementsprechend sehen wir uns nächstes Mal bei The Journey morgen um 19 Uhr. Und dann verabschiede ich mich hier. Schaut doch einfach mal vorbei bei YouTube bei uns, Hashtag Zawazocker, also Hashtag Zawazocker oder gibt einfach The Journey, hier müsst ihr stehen irgendwo, wenn ich jetzt rausgehe, seht ihr es ja, oder da, wo es gerade The Journey verlassen stand, genau. Gibt einfach mal ein The Journey und dann deutsche Synchro, also wie gesagt, Synchro SY. SYNCHRO. Dann gibt ihr, also gibt einfach ein The Journey, so wie es hier steht, über dem Champions. The Journey, deutsche Synchro. Und dann findet ihr auch schon unsere Playlist, wo wir das mal synchronisiert haben. Mit den etwas anderen Stimmen. Und das war wirklich die allererste deutsche Synchronisation von The Journey überhaupt, die es gab in FIFA 17, bevor EA das rausgebracht hat. Genau, und auf die Art würden wir also so ähnlich, bloß mit bisschen besserer Tonqualität jetzt. Mit dem Mikro geht es hier nämlich jetzt eigentlich ganz gut, wenn man es mit einem richtigen Abstand macht. Dann hört sich der Ton nur nicht so, ja, hört er sich besser an. Dementsprechend schaut mal rein auf unseren Kanal, da gibt es ja auch die Prognose zu Hamburg und unter anderem auch den Pro Club, denn in 2 Wochen. Da gibt es so ganz viele andere Videos. Also da sind auch Weihnachtsvideos verlinkt. Ich werde auch hier das Video auf YouTube stellen und Weihnachtsvideos verlinken. Die sind immer gut. Dementsprechend bis morgen 19 Uhr hier mit The Journey.